Ein schöner Sommertag. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und dann geht es einmal um den Ring herum, auf der S41. Der Zug besteht aus 6 Wagen, hat also 24 Achsen. Halten Sie also immer am Haltesignal mit dem 24x-Zeichen darunter. Wenn es das nicht gibt, halten Sie am hintersten Haltesignal. Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen hier auf der Ringbahn in Berlin. Wir sind gerade im Bahnhof Ostkreuz und werden auch hier mit unserer Zugfahrt starten als S41 und ja, haben, wie man es schon aus dem Führerraum heraus erkennen kann, heute die Baureihe 484 bzw. 483. Die 483 ist hierbei die zweiteilige Version des S-Bahn-Triebzugs und die 484 eben die vierteilige Version. Vorne dran die 483 mit ihren zwei Wageneinheiten und dann kommt quasi hier die Kuppelstelle, wo wir eben Führerstand an Führerstand sitzen und hinten dran die vierteilige Version, die Baureihe 484 haben. Beides sind die neuesten Fahrzeuge bei der S-Bahn Berlin. Und genau diese werden wir heute hier mal in der Simulation auf Herz und Nieren testen und setzen uns deswegen direkt in den Führerstand. Zuerst geben wir allerdings noch die Türen frei, damit unsere Fahrgäste hier problemlos einsteigen können. So, dort angekommen, haben wir auch schon einen, zumindest teilweise aufgerüsteten Führerraum vorzufinden. Der Schlüsselschalter ist schon eingesteckt und noch umgedreht. Dann gucken wir mal ganz kurz, was die Federspeicherbremse sagt. Ich glaube nämlich, die ist zwar schon gelöst, wir drücken aber trotzdem noch mal ganz kurz hier auf Federspeicher lösen, einfach um sicher zu gehen, dass da keine Bremsen angelegt sind. So, dann geht es weiter. Wir wählen die Fahrtrichtung aus, wollen nach vorne fahren, also drücken wir den Fahrtrichtungssender einmal nach vorne. Die Scheinwerfer können wir uns auch einschalten und sehen schon, mittlerweile leuchten da vorne nicht mehr die Zugschlusssignale, sondern eben die Spitzenlichter. Allerdings wollen wir nicht das ganz grelle Licht, wir wollen hier etwas abblenden und genau deswegen stellen wir die Stellung auch entsprechend ein. So, für das Ostkreuz ist die Abfahrtszeit schon längst erreicht. Das heißt für uns, dass wir die Türen schließen. In dem Fall drücken wir hier auf das, eigentlich fürs Zwangsschließen vorgesehene Schließsymbol. Und genau, wir sind ja auf der S42 unterwegs, deswegen sollten wir das vielleicht noch ganz kurz einstellen. So, ganz kurz hier durchklicken. Das dauert immer einen Moment. Ja, S42 Ring. So, genau so lassen wir das. Dann würde ich sagen, Türen sind zu. Abfahrsignal steht oder Ausfahrtssignal steht. Und dann können wir hier los. Zugkraft ausschalten und ab die Post. So, SIFA drücken wir auch noch weg. Und los geht's. So, erstmal beschleunigen. Höchstgeschwindigkeit hier erstmal 80 km pro Stunde. Können wir auch hier unten in einem Head-Up-Display drin sehen. Und ja, die Instrumentenbeleuchtung fehlt mir gerade noch. Lassen wir die 80 wieder eingestellt. So. Und die Pultbeleuchtung, wo gab's die? Jetzt muss ich selbst schauen. Hier drüben ist der Drehknopf. Genau. Damit passt das. So, davon dürfen wir runterbremsen. Da blinkt's schon. Das schaut wie eine 50 aus. Nächste Station, Treptower Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. So, die 50 mal drauf. Ausstieg in Fahrtrichtung links, genau. Und nicht wundern, wir drücken hier nicht auf Wachsam. Ganz einfach dadurch begründet, dass es auch keine Wachsamkeitstaste hier im Fahrzeug drin gibt. Wir sind nämlich bei der S-Bahn unterwegs und da haben wir als Zugsicherungssysteme ZBS, also das Zugbeeinflussungssystem für die S-Bahn Berlin und ja, die Fahrsperren, die da eben typischerweise mit dazugehören. So, wir halten an, Fahrtrichtung links die Türen freigeben und genau. Also die Fahrsperren sind quasi als eigenständiges System bei der Berliner S-Bahn mit vorhanden. Die findet man immer in den Hauptsignalen, insbesondere jetzt hier, wie man es eigentlich auch schon aus den anderen Streckenaddons von der Berliner S-Bahn kennt, unter anderem von dem Streckenaddon mitten durch Berlin. Und genau, das hat man auch hier wieder auf der Ringbahn wunderschön mit umgesetzt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Gerade auch was der Detailgrad oder was den Detailgrad der Strecke angeht, der ist wieder mal wirklich auf den Punkt getroffen. Wobei man das ja eigentlich schon vorher hätte erwarten können. Zumindest
Ja, so meine Erwartungen an die Strecke. Aber wir gucken die uns heute mal in der gesamten, ja, im gesamten Rundlauf an und ja, beurteilen das Ganze, würde ich sagen, am Ende. So, die Türen sind schon längst wieder zu schließen für uns. Ich bin auch der Meinung, dass bei der 481 wahrscheinlich sowohl der Öffner- als auch Türschalter hier drüben beide Funktionen erfüllen müsste. Das Icon hier unten drunter verdeutlicht das eigentlich auch nochmal, dass man quasi die Türen freigeben kann, wenn man einmal drauf drückt und beim zweiten Mal drauf drücken, dass man damit dann wieder die Türen schließt. Denn normalerweise ist, genauso wie beim Talent 2 auch und bei vielen anderen Fahrzeugen, die eben genau diese ja, Anordnungsmöglichkeiten oder diese Anordnung bei den beim Türschließsystem haben, so dass man eben in der Mitte das Zwangsschließen hat, womit man quasi ja, die Türen, wie es das Wort schon sagt, zwangsläufig schließt. Also ohne, ja, dass da die Blockierung oder auf eine Blockierung geachtet wird. So, wir können mittlerweile sogar schon wieder auf die 80 hoch, genau. Und hier vorne geht es dann, glaube ich, sogar mit 100 weiter. Ja, die 100 kommen hier. Nächste Station, Sonnenallee. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Alles klar. So, Zugkraft setzen wir auf 0. Lassen die Kutsche einmal rollen. Die SIFA lassen wir natürlich auch nicht außer Acht. Und da werden sich heute schon die Freunde der SIFA besonders freuen. Üblicherweise fahre ich in der Simulation nicht mit SIFA. Hängt einfach damit zusammen, ja, weil es quasi nur von der eigentlichen Fahrt, zumindest mich persönlich, ablenkt und man dann eben nicht so frei draußen herumfliegen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Fahrzeug hier, insbesondere in der Außenansicht, auch die SIFA-Überwachung quasi aktiv lässt im Hintergrund oder ob sie da ja, ebenfalls wieder abgeschaltet wird. Wenn ich allerdings so schaue, ja, wo die Scripts wahrscheinlich herkommen, dann würde ich meinen, dass die SIFA wahrscheinlich in der Außenansicht deaktiviert ist. Vielleicht steht es aber auch noch im Handbuch, sollte man da vielleicht nochmal nachlesen, wenn man es genau wissen möchte. So, wir bremsen trotzdem rein, halten hier am Haltepunkt bzw. Bahnhof an. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Ach genau, Sonnenallee. Und an der Haltetafel mit dem X24 möchten wir den Zug einmal zum Stehen bringen, bitte. Oder 24X, so rum. Und das passt. Haltebremse ist wirksam, Türen auf der linken Seite öffnen. So, no video, kommt hier drüben immer. Keine Sorge, das ist kein Fehler im Spiel. Das hängt einfach damit zusammen, dass man quasi die ja, Außenansichten, die man da eigentlich angezeigt bekommen würde, also über die Kamerasysteme, dass man die nicht in den Simulator mit einbinden kann, weil man nicht wirklich gewährleisten kann, dass eben ja, genau dasselbe Bild entsteht, wie es draußen am Bahnsteig der Fall wäre. Man könnte quasi ein einfaches Bild hinterlegen, wäre aber auch nicht so schön und deswegen sagt man hier wahrscheinlich dann lieber, ja, kein Video verfügbar, beziehungsweise ja, täuscht eben vor, dass das System deaktiviert oder defekt wäre. So, ein weiteres Mal, Türen schließen. Wobei, Sonnenallee Gleis 1 haben wir doch hier. Wir stehen auch an dem ja, Haltepunkt, wo wir anhalten sollten. Hinten sind auch alle Türen am Bahnsteig dran, aber irgendwie erkennt das Spiel gerade den Halt des Zuges nicht. Ist auch nicht so schlimm, dann haben wir quasi die Mission nicht ganz komplett, aber dann ist es eben so. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir etwas verspätet sind. Ja, würde jetzt wahrscheinlich gleich zwangsläufig ein X kommen. Naja, aber das ist dann eben so. Ja, bei der Beschleunigung, nicht wundern, die Beschleunigung ist bei dem Fahrzeug auf, ich meine, 1 Meter pro Quadratsekunde Beschleunigung Station begrenzt. Neukölln, Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. So, da vorne geht es dann mit 40 weiter und halt erwarten. So, da wollen wir nicht dran vorbei. Wird natürlich frei, das Signal.
Also nicht frei Halter warten, aber frei 60 Halter warten. So, das Signal steht Ende Bahnsteig. Wobei, wenn die Signale... Also da ist ja sogar noch was vor uns. Wir könnten gar nicht viel schneller hier unterwegs sein. Also ganz so arg in der Verspätung sind wir scheinbar nicht. So. Was das Beschleunigen und Bremsen angeht, ist das Fahrzeug schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Aber alles in allem doch sehr gut handelbar. Also die Steuerung gefällt mir sehr gut. Ich habe es, wie gesagt, auch schon erwartet, dass es so sein wird. Einfach schon das Design des Fahrzeugs ist richtig schön. Und ja, es passt eben wunderbar, wirklich muss man so sagen, zur Strecke dazu. Was ich persönlich noch richtig genial finde, wenn man ja auch andere Fahrzeuge natürlich in dem Pack enthalten hätte. Man muss es aber auch so sehen, dass natürlich auch die Entwickler einen ja, gewissen Handlungsumfang nur haben und den dann auch irgendwo preislich vertreten müssen. Und im Endeffekt würde sich natürlich auch keiner freuen, wenn das Produkt wesentlich mehr kostet, nur weil dann ja in Anführungszeichen nur mehr Fahrzeuge drin sind, die vielleicht der ein oder andere gar nicht unbedingt braucht. Aber ja, so ein Fahrzeug braucht viel Entwicklungszeit, so eine Strecke noch mehr. Und ja, wenn man das Ganze zu voll stopft mit Fahrzeugen, dann ist es natürlich auch preislich vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv. Deswegen, ja, mit der einen S-Bahn ist man, denke ich, auch für den Simulator hier schon ganz gut dran. Zusätzlich gibt es ja obendrauf auch noch die Baureihe 232, die allseits bekannte Ludmilla, mit der man Szenarien hier auf der Ringbahn fahren kann. Und wer dann immer noch mehr möchte, der findet sogar von TDB noch das Expansion Pack, also das Erweiterungspaket zur Baureihe 483 bzw. 484. So, wir schließen schon mal wieder die Türen. Wir stehen, glaube ich, lang genug hier am Bahnsteig. Genau, Neukölln, Gleis 1. Auch wenn die Halte gerade wieder nicht richtig erkannt werden, aber okay. So, Zugkraft aufschalten und ab geht die Post. Es könnte jetzt auch sein, dass wir da vorne gleich mal die 232 zu Gesicht bekommen, weil ich sehe schon, hier steht irgendein Bauzug. Nächste Station. Oder rollt. Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. So, wir lassen den Zug rollen. Und auf der linken Seite gibt es noch was Schönes, nämlich die 232, die uns auch gleich wieder überholen wird. So, jetzt müssen wir aber etwas schärfer reinbremsen. 60 Bahnsteig anfangen. Und dann wieder an der Harttafel mit dem 24X-Zeichen. Also, meistens ist das hier die mittlere. Das ist quasi für die mittellangen Züge, um es mal so zu sagen. So. Türen freigeben. SIFA Zwangsbremsung nach nicht betätigter Aufforderung oder bestätigter Aufforderung. Ja, da wir im Stillstand eigentlich waren, kann ich jetzt nicht wirklich was dafür. Da ist die SIFA eigentlich auch unwirksam. So, wir haben nun mal die Notbremsung kurz ausgelöst. Keine Sorge, die Haltebremse ist davon nicht beeinträchtigt. So, S-Bahn Hermannstraße. Dann geben wir den Türschließbefehl rein. Normalerweise, wie gesagt, würden wir hier drauf drücken, um sie auch einfach wieder zu schließen. So, die Dame läuft mal ganz kurz aus dem Bilde raus, bitte. Dankeschön. Und dann können wir abfahren. Ja, das war jetzt irgendwie... Das war jetzt wahrscheinlich wirklich die SIFA. Na? Jetzt will das Fahrzeug gar nicht mehr. Müssen wir ganz kurz mal durchziehen, oder?
So, Notbremse gelöst. Haltebremse ist wirksam, Haltebremse löst aus. Aber Zugkraft kommt irgendwie nicht. Woran liegt das denn jetzt? Irgendwas stimmt nicht. Ist der Hauptschalter eingetastet? Ja. Wieso zeigt die denn Zug- und Bremskraft? Okay, oh, das ist jetzt die Haltebremse gewesen, demnach einfach nur. Wir machen das mal anders. Die Siefer mal ganz kurz ausgeschaltet. So, der Rest sollte eigentlich so alles stimmen. Beziehungsweise wir konnten ja auch gerade eben schon fahren. Wieso nimmt er denn keine Traktion an? Hat er das Türenschließen vielleicht nicht richtig detektiert? Kann das sein? Auch das ist irgendwie... Jetzt. War da vielleicht irgendwie... Ah, vielleicht habe ich irgendwie eine Tastenkombination gedrückt, mit der ich den Federspeicher angelegt habe. Das kann natürlich sein. Ich habe mich gefragt, hey, wieso rollt das Fahrzeug so schön los? Und auf einmal, zack, stand das Fahrzeug still. Ja, na gut, das ist natürlich wieder zur Trauer der Freude oder zur Trauer der Freunde der SIFA. Jetzt habe ich es ausgeknipst. Aber die machen wir gleich wieder am nächsten Bahnhof an. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Ja, das mit der pünktlichen Abfahrt wird leider schon dank mir nichts mehr. Aber zumindest die SIFA, die kehrt gleich wieder zu uns zurück. So, auf die 100 beschleunigen. 100 ist übrigens auch die Höchstgeschwindigkeit von dem Zug. Also viel schneller werden wir auch, ja sowieso, auf dem Netz der S-Bahn Berlin nicht. Bei 100 ist quasi die elektronische Abriegelung auch drin. Die lässt den Zug gar nicht schneller fahren. Und bei Tempelhof müssen wir dann, oder an der Station Tempelhof, was ja sogar auch ein Bahnhof sein müsste, genau, bremsen wir dann wieder auf 80 runter. So, wir können jetzt den Zug erstmal rollen lassen. Ein bisschen energiesparend fahren. Also am Anfang hatte ich mich dann noch gefreut, dass wir doch im Takt sein müssen, oder zumindest im Fahrplan. Dann kam aber so ein bisschen das Problem hier mit der letzten Station, wo wir nicht richtig abfahren konnten. Sehr schön jetzt hier auf der rechten Seite das Tempelhofer Feld. Und nicht wundern, die Flugzeuge, ja, die sollten dann echt zumindest nicht mehr fliegen. Tun sie auch nicht, keine Sorge. Das ist mittlerweile einfach eine öffentliche Freifläche. Aber der Flughafen Tempelhof wurde hier quasi für die Simulation als noch betriebsfähig dargestellt. Sehr schön, insbesondere dessen, weil eigentlich die Einflugschneise genau hier über der S-Bahn-Station Tempelhof drüber liegt. Was es damit auf sich hat und mit den komischen Lichtern, das schauen wir uns gleich noch mal etwas genauer an. Die können wir nämlich schon hier oben sehen und da auch rechts. Das hat eigentlich weniger etwas mit der Eisenbahn zu tun, vielmehr etwas mit dem Flugverkehr. So, wir bremsen schön stark rein. Und dann einmal der Ausstieg in Tempelhof in Fahrtrichtung links. Also ein Stückchen zu weit vorgefahren. Die Haltetafel ist eigentlich etwas weiter hinten. So, genau, Fahrgäste können auch rein und raus. Sehr schön. Ja, Tempelhof hier.
Und wir haben hier diese komischen Lichter, die gar nicht ganz so komisch sind. Denn wenn man das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet, dann wird man schnell erkennen, dass es sich hierbei eben um die Lichter für den Landeanflug der Flugzeuge handelt. Und genau deswegen ist das Flugzeug nämlich auch hier gerade lang geflogen, weil das natürlich in Tempelhof landen wollte. Mittlerweile, wie gesagt, ist der Flughafen Tempelhof nicht mehr im aktiven Flugbetrieb. Man hat hier hinten allerdings immer noch das Hauptgebäude mit den Abstellmöglichkeiten für die Flugzeuge. Hier hinten zum Beispiel auch dieser weiße Turm, der soll meines Wissens nach immer noch in Betrieb sein. Ist, glaube ich, sogar von den Amerikanern irgendwie genutzt. Was da genau gemacht wird, weiß ich allerdings nicht. Allerdings haben trotzdem auch die Amerikaner und ich glaube auch die deutsche Flugsicherung weiterhin im Flughafen Tempelhof gewisse Örtlichkeiten oder Räume, die immer noch in Benutzung sind. Also ganz so aufgegeben ist der Flughafen immer noch nicht. So, Türen zu. Zack, und dann können wir wieder los. Ab die Post. Ach, und ich hab's vergessen. Die SIFA. Nächste Station. Ich denk dran. So. Hier hinten auch die Abstellanlagen für die S-Bahn. Also richtig schön nachgebildet hier alles. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 25, 26 zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. Genau. Und wenn man auch quasi auf Berlin zufährt, von Süden kommend nach Norden fahrend, dann ist quasi die Station Tempelhof, die in Fahrtrichtung, in Blickrichtung nach rechts liegende erste Station neben Südkreuz. Wir sind gerade ein bisschen zu schnell. Vor allem, wenn Südkreuz gleich da vorne kommt. Nein, Schnellbremsung hat man nicht. Die müssen wir auslösen kurz. So, das war jetzt keine schöne Fahrweise, sorry. Ich wollte eigentlich nur auf die 100%, aber das hat... Oder ich habe dann quasi doppelt gedrückt und bin dadurch in die SB-Stellung geraten. Genau, im Bahnhof Südkreuz quert quasi die S-Bahn oberhalb der Fernbahntrasse oder der anderen Vollbahntrassen die Gleise. So, einmal anhalten. Und Türen freigeben. Ja, also ich mache es jetzt immer so, mit T quasi den Halt bestätigen und dann zusätzlich noch Türen auf der jeweiligen Seite öffnen, anklicken im Führerraum und dann sollte das eigentlich ganz gut passen. Und ich sehe auch gerade, wir sind doch nicht als 42 Ring unterwegs, sondern als 41. Da habe ich mich vorhin in die Richtung geirrt. So, jetzt müssen wir nochmal alles durchklicken. Das ist halt ein bisschen schade, es wäre cool, wenn es da irgendwie ein Menü gäbe, was man einfach anklicken kann. Aber ich denke mal, das ist wirklich dem Train Simulator geschuldet, dass man sich da eben durchklicken muss. Da können die Entwickler nichts dafür. So, zum BER wollen wir jetzt leider auch noch nicht. Ja, wahrscheinlich wieder genau in die falsche Richtung geklickt. Wir machen das gleich mal während der Fahrt. Erstmal Türen schließen bitte. So, ich denke trotzdem an die SIFA, ich hatte es erwähnt. So. Abfahrsignal stand schon. Zugkraft auf so 50% ungefähr. Na komm. Bitte nicht einsteigen, wollen wir auch nicht. So, S41 Ring. Jetzt haben wir's. Nächste Station, Schöneberg. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg links. So, 70 erwarten. Also ich muss auch sagen, die 483 wirkt auf mich persönlich immer wie so eine Art Holzeisenbahn. Einfach diese
beige-cremefarbene Look. Unten drunter der große rote Streifen, was ja als Farbkleid relativ typisch für die Berliner S-Bahnen ist. Aber einfach so diese kantige Form von dem Fahrzeug, das wirkt für mich so, ja, wie so eine Bauklotzeisenbahn, beziehungsweise eben halt Holzeisenbahn. Wie sie der ein oder andere schon aus Kindheitstagen kennt. So, wieder ein Stückchen zu weit vorne. Aber das ist okay. So. Was mich aber persönlich besonders noch interessiert, das ist der Innenraum von der S-Bahn. Den gucken wir uns jetzt nämlich auch noch an. Da sehen wir sogar die Informationstafeln hier drin. Herzlich willkommen bei der S-Bahn Berlin. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Und natürlich das Train Team Berlin Logo. Also es schaut schon echt cool aus. Na, hier unten die gelben Markierungen auch auf dem Boden. Beziehungsweise eben die im Türbereich, von denen ja auch die Rede ist. So. Auslösen schon mal. Türschließauftrag. Dann geht's zum Innsbrucker Platz vor. Abfahren erstmal mit 70 und dann hoch auf die 80. So, Fahrstrom unterbrechen. Na, ganz unterbrechen bitte. Nächste Station, Innsbrucker Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 4. Ausstieg links. Ja, eigentlich hätten wir erst hier vorne wieder aufschalten dürfen. Weil das EL2 haben wir noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise sind wir nicht mit der gesamten Zuglänge dran vorbei gewesen. So, schnell wieder runterbremsen. Es müsste wahrscheinlich die Haartafel sein. Ja, ist er auch. So, einmal stehen bleiben und in Fahrtrichtung links. Zack. Genau, die S41 Ring ist quasi, ja, im Uhrzeigersinn verkehrend und die S42, die fährt quasi gegen den Uhrzeigersinn, deswegen immer auch hier oben der entsprechende Kreisel. Ich weiß eigentlich selbst nicht, wieso habe ich das vorhin falsch rum eingegeben? Ich habe es doch sogar noch vorgelesen am Anfang, dass wir als S41 unterwegs sind. Naja, so, wir können gleich wieder weiter. Zack. Und vor allem tun die Türen auf der einen Seite auch so typisch tuten und eben blinken. Das ist auch so eine Besonderheit von der 483. Man hat quasi diesen Leuchtbalken, der über die gesamte Breite eigentlich oben geht. Und die nächste Ludmilla hier drüben. Sehr viel Treibstoff, der hier heute rumgefahren wird. Nächste Station, Bundesplatz. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. SIFA. Und einmal anhalten. Na, das war viel zu weit. So, Türen links. Was wir auch sehr schön gemacht haben, dass man hier an der Seite richtig sehen kann, wie die Stromabnehmer quasi unter die Stromschiene greifen.
Wir haben ja auch bei der S-Bahn Berlin keine offene Stromschiene in dem Sinne, sondern eine Stromschiene, die von unten bestrichen wird oder eben teilweise auch seitlich. Und das kann man hier so ein bisschen sehen. Man hat hier dieses Schleifstück, was da quasi dran fest. Und ich weiß nicht, ob man es im Simulator so wirklich sieht. Ja, doch, man hat es ganz schön gemacht. Man hat quasi so eine Klaue, die hier reingreift, die dann quasi den Strom von der Stromschiene entsprechend abnimmt. Spannung, die da drauf liegt, dürfte bei 750 Volt liegen. Wir sollten das eigentlich auch irgendwo im Führerstand sehen können. 750 Volt Netzspannung, die uns da angezeigt werden. Und ich bin mal gespannt, was wir da eigentlich maximal an Ampere rausziehen können. Die Anzeige haben wir hier drüben. Für den Oberstrom, oder Oberstrom heißt es ja in dem Sinne nicht. Für den Seitenstrom. Nein, einfach Netzstrom nennt man es hier. Na? Ja, 4 Kiloampere, okay. Also 4000 Ampere, die wir hier aus der Leistung, aus der Leitung rausziehen. 400, nicht 4000. Nächste Station, Heidelberger Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 3. Ausstieg links. So, wir lassen den Zug jetzt einfach rollen. 370 Meter sind es noch. Jetzt wahrscheinlich de facto das Einfahrsignal. Und wieder über die Harttafel hinausgeschossen. Also wir müssen uns eigentlich eine entspanntere Fahrweise mal aneignen. Türen auf. Hier kann man auch schön sehen, vorne wurde jetzt eine Trittstufe ausgefahren. Hinten tatsächlich nicht. Dürfte aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass wahrscheinlich das Fahrzeug so konzipiert ist. Genau, das wirkt nämlich so, als ob bei den anderen Einstiegen gar keine Trittstufen vorhanden sind. Vielleicht, hängt das damit zusammen, dass man hier den Rollstuhl- bzw. Kinderwagenbereich hat. Dass man quasi diese Mehrzweckabteile oder die großen Flächen im Zug damit eben ausnutzen möchte. So, Türen wieder zu. Nächster Halt am Hohenzollern-Damm. Alle Türen sind geschlossen. SIFA nicht vergessen. Und Abfahrt am Heidelberger Platz. Mal gucken, ob unser Fahrzeug gleich wieder stehen bleibt. Ich hoffe es nicht. So, gefahren werden darf mit 100. Nächste Station, Hohenzollern-Damm. Ausstieg links. Auch sehr schön mit der Brücke hier. Richtig cool gemacht. Mir gefällt besonders auch an der Strecke, dass man all die Sachen, die besonders markant sind, auch in der etwas größeren Entfernung eben nachgebildet hat. Wie zum Beispiel Tempelhof. Oder aber auch eben große Brücken, dann Berlin-Südkreuz sowieso als Bahnhof ist ja sowieso essentiell für uns hier auf der Strecke. Das gefällt mir persönlich besonders gut. Und erstmal runterbremsen. Auch am Ostkreuz, dass man diese schöne große Glasfassade sehen kann, was eben einfach zur Ringbahn dazugehört. Ja, wir werden es auch dann im weiteren Fahrtverlauf noch sehen, dass eben andere Bahnhöfe sehr schön ausgestaltet worden sind. Also mit dem Halten, das ist wirklich heute so ein Problem. Das muss ich echt noch trainieren. So, auf der linken Seite. Ich weiß nicht, die 483
macht's mir heute nicht so leicht. Das Fahrzeug ist eigentlich genauso zu fahren wie, was weiß ich, ein Talent 2 oder sämtliche andere Triebzüge auch. Aber es liegt wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen daran, dass man sich in der Simulation an das Fahrzeug gewöhnen muss. So, zum Bus geht's hier auch gleich raus. Da hat man direkt wieder die Anbindung geschaffen, dass man die Verkehrsknoten ja, aneinander legt. Die Bushaltestelle hier oben wurde jetzt wahrscheinlich nicht mit nachgebildet, aber auch okay. Dresden-Schöneberg, die A100, die ja auch hier direkt am Ring entlang führt. Richtung Charlottenburg geht es hier weiter. Genau. Sehr schön. Für uns heißt es wieder Türen zu. Und Abfahrt. 60 erwarten, VMAX 80. SIFA. Immer. Jedes Mal, wenn wir losfahren, geht's erstmal SIFA. Nächste Station, Halensee. Ausstieg links. So, ich habe jetzt extra auf 65 beschleunigt. Wir lassen quasi so ein bisschen den Rollwiderstand jetzt dagegen arbeiten, dass wir hier nicht ganz so viel Energie verschwenden, weil die 60 müssten hier vorne ungefähr ab dem Hauptsignal kommen. Und genau, dann, ja gut, wir führen mal noch eine kleine Korrekturbremsung durch, aber die 1-2 km/h, für die lohnt sich jetzt eigentlich nicht so doll. Und dann bremsen wir wieder ungefähr, ja, so 10-20 Meter vor dem Bahnsteig wieder rein. Und der Ausstieg dann auch hier wieder in Fahrtrichtung, links natürlich. So, stehen bleiben und Türen. Vor allem können wir uns jetzt mal hier noch draußen den Haltepunkt mal ein bisschen genauer anschauen. Hier haben wir nämlich einmal diesen Aufgang. Und man kann hier auch sehr schön sehen, dass von der Umgebung her die Schienen quasi das sind, was hier am tiefsten liegt. Also man muss bei sämtlichen Stationen, auch hier hinten schon bei der, wo wir auch die A10 neben uns hatten, man muss da quasi jedes Mal irgendwie den Höhenunterschied überwinden. Und das ist eben auch so ein bisschen, was die Ringbahn, zumindest in diesem Abschnitt hier, ja, gewissermaßen einfach ausmacht. Dass man diese ja doch sehr alten Treppen und auch alten ja, Bahnsteigsanlagen hat. Also hier hat man schon so ein bisschen wahrscheinlich was umgebaut, gerade wo man hier sehen kann, dass diese, ja, dieses neue Dach mit eingezogen wurde. Klar, die KS-Signale, die stehen auch nicht hier seit ja, Urzeiten, aber man hat hier quasi noch so ein bisschen den, ich sag mal, alten Berliner S-Bahn-Charme, um das mal so zu formulieren. Sehr schön auch, ich glaube, es war auch an dem eine Station vor uns gerade, oder an der vorherigen Station, dass man da die HL-Signale links neben uns sehen konnte in Fahrtrichtung. Und man hat auch bei der Strecke, ich glaube, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, nicht alle Sachen genau so umgesetzt, wie sie eigentlich in der Realität sind, sondern man hat gewisse Sachen auch bewusst, ja, mit einem einfach historischen Charme hier vereint. Sehr schön auch hier, es kommt uns die 481 entgegen, die schöne Taucherbrille, S46 nach Königs Wusterhausen. Nächste Station, West. Ach so. Okay. Auch was Neues festgestellt: Man sollte nicht zwischen Außen- und Innensicht scheinbar wechseln, wenn gerade eine Ansage kommt. Und dann anhalten. Und genau das ist es, was ich meine. Auch hier kann man es sehr schön an der Bahnhofskonstruktion sehen. Man hat eben diese, ja, einfach alten Stahlstützen hier noch in dem Gebäude mit drin. Ach so, jetzt habe ich mich in der Haltetafel verguckt. Hier vorne ist die 24er. So, und stehen bleiben bitte.
in Fahrtrichtung links die Türen freigeben. So. Auch ganz typisch, genau, hätte ich beinahe noch vergessen. Das weiß-schwarz-weiß-schwarze, beziehungsweise, ja, wieder weiß, weiße Mastschild. Eben auch ganz typisch bei der Berliner S-Bahn. Man hat ja hier auch grundsätzlich, naja, andere Vorschriften als bei den normalen Vollbahnen, die im normalen Streckennetz verkehren. Hier sieht man nochmal eine alte Brücke mit. Ich nehme an, dass die auch früher die Gleise drüber gingen. Es gibt ja auch einige Zweige bzw. einige Schienenwege, die auch in Berlin stillgelegt wurden. Insbesondere wenn man über den Außenring fährt, kann man das auch an einigen Stellen noch erkennen, wo früher mal zum Beispiel Gleise lagen und ja, heute eben nur noch grüne Brachflächen mehr oder weniger das Land säumen. Und genau, wenn wir hier drüben schon die Oberleitung sehen, da ist dann wieder der Vollbahnanschluss gewährleistet. Ah, das finde ich auch immer so schön, oder beziehungsweise, was heißt schön, so, ja, so eindrucksvoll, dass man so viele Brücken auch teilweise einfach in dieser gemauerten Bauweise hergestellt hat. Also aus Ziegelsteinen halt. Und das ist schon was, was man in Berlin, gerade auch wenn es ans Spreeufer herangeht, ja, doch etwas öfter sehen kann. So, unsere Fahrgäste sollten eigentlich mittlerweile schon umgestiegen sein. Hier unten dann, wie gesagt, der Anschluss dazu. Auch hier wieder Umstiegsmöglichkeiten zu anderen S-Bahn-Linien. Und Türen bitte schließen. Ja, ich glaube, mit dem Fahrplan kommen wir nicht so ganz hin. Zum Glück sind hier erstmal keine Zeiten eingetragen. Aber wir können mal ganz kurz schauen, was am Bahnsteig noch dran steht. Ah, okay. Steht glücklicherweise keine Uhrzeit eingetragen. So, da war der Notstellungszwang noch drin. Ich dachte eigentlich, die S-Bahn fährt gleich schon los, aber sie wollte unbedingt nochmal die Notstellung haben, um die Bremse auszulösen. Nächste Station, Messe Nord, ICC. Übergang zur U-Bahn-Linie 2. Fahrgäste zum zentralen Omnibusbahnhof Zopp steigen bitte hier aus. Ausstieg links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, die Messe. Ah, das ist auch cool. Hier drüben direkt die Autos. Ein bisschen schade finde ich, dass man die tatsächlich hier spawnen sieht. Also, dass die quasi einfach so aufploppen. Ja, und dann segmentweise auch ja, quasi in die anderen Autos hinein spawnen. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig wegen der hohen Verkehrsdichte, dass man die irgendwie ordentlich simuliert bekommt. Aber den ein oder anderen Abstrich muss man wahrscheinlich auch einfach machen, weil es halt, ja, in Anführungszeichen, der alte Train-Simulator ist. Wobei das ja in den meisten Simulationen, ja, wenn es eben nicht Kernbestandteil der Simulation ist, der Fall ist, dass eben, ja, seien das jetzt eben Autos, die irgendwo fahren, Autos, die irgendwo aufploppen, dass man das quasi, ja, einfach in den Hintergrund stellt. Weil es ist ja auch nicht, es ist ja keine Autobahnsimulation hier für Berlin, sondern es ist eine S-Bahn, beziehungsweise, ja, eine Eisenbahnsimulation. Ja, so ein bisschen kann man das schon hier sehen, also wenn man angefahren kommt, aber, ja, stört jetzt nicht wirklich großartig. Das sind wirklich sehr kleine Sachen. Auch ist mir schon aufgefallen, das war vorhin am Auskreuz, als wir gestartet sind, dass eben, naja, wenn man eben ein bisschen über die Häuser hinweg guckt, dass man dann eben sehr viel Brachfläche sieht, was aber einfach auch wahrscheinlich wieder der Performance geschuldet ist, weil man kann hier nicht ganz Berlin nachmodellieren. Würde man das machen, naja, dann hätte man hier keine 60 oder 30 FPS, sondern wahrscheinlich eher 3. Auch wenn es eben, ja, sehr unrealistisch wirkt, wenn man plötzlich mal mit der Kamera etwas über den Tellerrand hinausblickt, um es mal so zu sagen. Ne? So, jetzt weiß ich gar nicht, war das sogar die Station, bei der ich damals ausgestiegen bin, als ich zur Messe gegangen bin? Ich weiß es nicht mehr genau.
Nächste Station, Westend. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So, da geht's schon weiter mit Halter warten. Es ist auch einfach so ungewohnt, dass man hier an den Signalen vorbeifahren kann, ohne wachsam ziehen zu müssen. Ich habe die ganze Zeit den Trigger bzw. die Motivation, irgendwo die Wachsamkeitstaste zu drücken oder zu ziehen. Aber das entfällt eben einfach bei der S-Bahn Berlin. Man hat ein anderes Zugsicherungssystem und auch, naja, nicht niedrige, aber überwiegend niedrigere und kürzere Bremswege. So, dran denken, da vorne ist rot. Und dann sind wir hier in Westend. Genau, und da es hier keine Haltepunkttafel oder keine Haltetafel gibt für die 24 Achsen, nehmen wir einfach die vorderste. Auch wenn wir jetzt theoretisch schon hier anhalten könnten, weil der Zug steht hinten allemal am Bahnsteig dran. So, jetzt ist hier auch etwas dunkler. Und weil es etwas dunkler ist, wollen wir uns auch gerne mal im Führerraum die Beleuchtung anschalten. Und das ist nämlich ein ziemlich cooles Feature. Ne? Wer jetzt genau hingehört hat, hat dieses typische, ja, ich sag mal, Klirren bzw. Anspringen der Neonlampen auch gehört. Ihr könnt es ja nochmal ganz kurz einfach zu Demonstrationszwecken wieder ausschalten. Und wieder an. Genau. Also quasi, wo der Starter von der Gasleuchtröhre dann eben arbeitet. So. Türen können wir schon wieder schließen. Ich glaube, den kann man auch per Ü geben. Also wenn man die Taste Ü drückt auf der Tastatur, müsste man ebenfalls den Schließbefehl für die Türen angeben können. Probieren wir dann mal noch an der nächsten Haltestelle oder an der nächsten Station aus. S-Bahn Berlin. Worüber ich mich persönlich sehr gefreut hätte, wo ich aber nicht weiß, ob das auf dem Ring tatsächlich der Fall ist, wenn man hier das ein oder andere Signal auch noch gehabt hätte in der schönen HV-Signaloptik. Was drücke ich da drauf? Beleuchtung ist hier. Genau, in der HV-Signaloptik. Nächste Station, Jungfernheide. Übergang zur U-Bahn-Linie 7 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Allerdings eben als HL-Signal ausgeführt. Also es gibt Stationen in Berlin, wo man, ich weiß nicht, ob die mittlerweile jetzt schon umgebaut sind, aber da hatte man aus dem HV-Signalsystem HV-Signalschirme und hat ja daraus quasi HL-Signale gebaut. Und das ist einfach so bahntechnisch, ja, wie so ein Gedenkstein, sage ich mal, den man im Berliner S-Bahn-Netz antreffen kann. So, nächster Halt dann an der Jungfernheide. Und auch so vom Fahrzeug selbst her, das wurde sehr schön umgesetzt. Also die Gestaltung schaut echt top aus. Hier drüben wahrscheinlich sogar mit einer Erdungslanze oder zumindest einer Prüfstange könnte das sein, wenn ich unten den Kopf sehe. Oh, wir müssen erst mal reinbremsen. Nein. So, Bremsung wieder ausgelöst. Also. Die Bremsung gelöst. Und dann bleiben wir irgendwo bei einer von den dicht zugewachsenen Haartafeln stehen. Sobald ich es jetzt nicht erkennen konnte, nehmen wir einfach die vorderste. So, auf der Fahrtrichtung linken Seite die Türen auf. Und es gibt, das ist ja cool gemacht. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen in echt. Dass es auch Imbisse gibt aus den alten S-Bahn-Wagen.
Das ist mir echt noch nicht aufgefallen in Berlin. Cool. Also, vielleicht sind die auch nicht mehr existent, kann ja auch sein. Aber sehr schön, okay. Also, es ist auch so ein Detail, da merkt man eben einfach wieder, ja, man hatte wirklich Lust darauf, die Strecke so umzusetzen, wie sie wahrscheinlich, ja, also genau entweder in der Realität ist oder wie sie mal war. Aber wie gesagt, also die Imbissbude so ist mir noch nicht aufgefallen an der Jungfernheide. So, Türen wieder zu. Und wenn die zugelaufen sind, das sind sie, können wir wieder abfahren. Volle Kraft voraus, einmal auf Höchstgeschwindigkeit. Ich habe sie doch gerade gedrückt. So, nämlich auf 100 km pro Stunde. Ja, die Anzeigen hier innen drin ähneln auch sehr stark dem ICE4. Nächste Station. Beusselstraße. Ausstieg links. Liegt eben auch daran, dass man hier auf das ja, selbe Overlay zurückgegriffen hat. Also es ähnelt nicht nur dem, es ist de facto dasselbe Overlay mit eben der ein oder anderen kleinen Abwandlung. Und ja, auch allgemein der Führerstand, er wirkt eben modern. Er ist ja auch modern. Ich weiß gar nicht, ob das Pult unten auch verstellbar ist in der Höhe fürs SIFA-Pedal. In der Regel, ja, wenn wir schon gerade einmal von der SIFA reden, ne, muss es sich gleich zu Wort melden. Aber ich sehe jetzt auch hier keine Möglichkeit, das zu verstellen. Besonders gut kann man auch nachvollziehen, wie viel Bremse oder Zugkraft man aufgeschaltet hat, indem man hier drüben den ja, aktuell roten oder eben optional auch blauen Balken sich anschaut. Jetzt sind wir zum Beispiel bei 0, also weder Zug noch Bremskraft aufgeschaltet. Und dann Halterbutton frei 60. Die KI-Fahrzeuge fahren auch rum, also die typischen 3D-Zug 185er. So, die Beuselstraße. Türen auf. Cool. Der Kollege hat einfach nur ein Spitzenlicht angemacht von der 232, die allerdings hier auch als 202 gekennzeichnet ist. Wahrscheinlich ist da irgendwas mit der dynamischen Nummernvergabe schief gelaufen in der Simulation. Himbeere, essen und trinken. Das ist auch schön gemacht. Ja, bestimmt eine größere Kaufhalle oder so. Also ich kenne viele Punkte von dieser Strecke, aber eben auch nicht alles innen auswendig. Ich weiß auch nicht, ob ich durch den Bereich hier tatsächlich schon mal durchgefahren bin, aber ja, zur Messe hin, ich meine, ich bin aus ja, der Richtung, also aus der entgegengesetzten Richtung gekommen damals. Von daher muss ich das eigentlich irgendwo schon mal gesehen haben. Dann Türen wieder zu. Und weiter geht's. Also gerade auch mit der Ringbahn eröffnen sich natürlich schöne Möglichkeiten, um neue Szenarien zu bauen. Auch für die ja, S-Bahnen, die jetzt schon etwas länger im Train-Simulator enthalten sind. Unter anderem die Taucherbrille, die 481 oder eben auch viele der Fahrzeuge, die, naja, wenn auch historisch betrachtet, eigentlich hier nicht mehr fahren. Station, Westhafen. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Ausstieg links. Gerade auch bei der Strecke mitten durch Berlin gibt es ja auch die alte 4. Was war das? War das 485? SIFA. Auf jeden Fall auch ja, einen der älteren S-Bahn-Triebzüge. Und auch für den gibt es hier eben natürlich schöne Einsatzmöglichkeiten. Und selbst wenn es eine Sonderfahrt ist, die man sich hier zusammenbaut in einem Szenario,
Da kann man ja bekanntlichermaßen der Kreativität freien Lauf lassen. Also so ein Pedal wäre halt echt von Vorteil, muss ich schon sagen. Wenn man jedes Mal mit der Hand quasi auf der Leertaste drücken muss, das gibt auch mal so einen komischen Ton von sich. Bin ich halt auch nicht so der Fan davon. So, Türen auf der linken Seite auf. Genau, Gesundbrunnen, Schönhauser Allee, Ostkreuz, Neukölln, Tempelhof. Haben wir alles schon gesehen? Beziehungsweise, ja, kommen wir auch gleich wieder hin. So, wenn die Damen und Herren fertig sind. Ja, über zum Türen schließen. Ja, funktioniert. Muss man nur etwas länger gedrückt halten. Habe ich es mir doch richtig gemerkt. Na? Da will schon wieder wer nicht. Wieso, liebe S-Bahn? Wieso machst du das mit mir die ganze Zeit? Es ist wieder der Federspeicher. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schon wieder den Federspeicher. Aber ich meine, gut, jetzt wussten wir, woran es liegen könnte. Ja, sie fahr auch nochmal gerne. Weil die Leertaste habe ich draußen gedrückt, also das konnte es halt nicht sein. Das wusste ich halt. Aber na gut, weiter geht's. Nächste Station, Wedding. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ausstieg links. So, aus Wedding sind es 1,57 Kilometer. Ja, Sifa. Auch ist der Sifa-Leuchtmelder hier unten halt so richtig versteckt. Wenn man mit der Kamera reingezoomt hat, so wie ich das gerne mache, dann sieht man den. Oder übersieht man den Leuchtmelder sehr schnell. Sehr, sehr, sehr schön. So, dann müsste es ja jetzt hier gleich nach Gesundbrunnen reingehen. Wir als S-Bahn müssen natürlich erstmal noch anhalten. Aber den Streckenabschnitt hier, ja, den sollten all diejenigen, die schon etwas länger die Videos schauen, auch mitkennen. Und zwar von der Strecke Berlin-Leipzig. Beziehungsweise, ja, auch durch die Streckenerweiterung schwere Fracht für Berlin. Wo ja ebenfalls der Streckenabschnitt hier mit nachgebildet ist. So, wir kommen zum Stehen und öffnen die Türen. Genau, wir können uns übrigens auch mal die Ringbahn, ja, als Ring eben hier anschauen. Hier vorne kommt dann, wie schon erwähnt, Gesundbrunnen. Dann fahren wir hier weiter, ich weiß gar nicht, Richtung Zugbildungsanlage. Ob wir da jetzt mit der S-Bahn vorbeikommen? Doch, könnte sein. Könnte sein. Gucken wir dann aber. Genau. Wir fahren quasi einmal, wie es der Name schon sagt, im Ring um Berlin drumherum. Und es wurde eben auch der gesamte Ring, ja, nachgebildet. In der Beta-Version, beziehungsweise in der Vorab-Version, die ja auch schon käuflich erwerbbar war, konnte man auch einen Teilstreckenabschnitt schon befahren. Allerdings war da eben noch nicht die, ja, volle Funktionsfähigkeit gewährleistet. Und in dem Fall jetzt hier in der Version 1.0 hat man, ja, einen kompletten Ring, der vollmodelliert ist. Quasi die erste Version, die auch, ja, final vertrieben wird. So, der Nullstellungszwang wollte man wieder nicht so richtig.
Wahrscheinlich verträgt das Fahrzeug nicht, dass man die Nullstellung reingibt und dann direkt beschleunigt, nachdem die Türen zugegangen sind. Sondern man muss wahrscheinlich in der Bremsung verbleiben, damit eben das nicht passiert. Genau, im Video zum Intercity, ich meine 2301 war das damals. Als wir den gefahren sind, da sind wir hier schon lang gekommen. Also, wenn auch in der verkehrten Fahrtrichtung. Aber wir sind hier schon lang gefahren. Nächste Station, Gesundbrunnen. Nicht so schnell, so schnell, so schnell. S-Bahnlinien 1, 2, 25, 26 zur U-Bahnlinie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg rechts. So, dann erstmal auf die 70 runter. Und dann willkommen im gemauerten Bahnhof in Berlin-Gesundbrunnen. Wobei, mit dem 2301, den haben wir doch sogar bereitgestellt. Na klar, da sind wir in beiden Fahrtrichtungen hier gefahren. Aber auf jeden Fall, für diejenigen, die den Bahnhof noch nicht kennen, Berlin-Gesundbrunnen. Na, keine Vollbremsung. Wir können hier ganz normal noch reinbremsen. Das schaffen wir auch so. So, 24x ist hier. Und die Haltetafel gilt für beide Seiten. Türen auf, und zwar in Fahrtrichtung rechts. Was mir optisch an der 483 nicht ganz so gut gefällt, was aber eben durchaus sehr modern ist, das sind einfach die Beleuchtungselemente oder die Scheinwerfer hier vorne. Dass man da quasi so, ich sag mal, kleine Schlitze drin hat, finde ich irgendwie sehr untypisch. Allerdings halt auch, durchaus eben auch besonders. Nur mir persönlich gefällt das vom Design her nicht ganz so gut. Also so schöne, runde Kulleraugen als Lichter, die hätten mir da wesentlich besser gefallen. Wenn man auch hier mal guckt, ne, beim Scheibenwischer, der hat extra, das DB-Logo vorne dran, also quasi diese Metallverkleidung, die man da vorgesetzt hat, wahrscheinlich um auch so ein bisschen die Mechanik, die dahinter liegt, zu schonen. Bei der Scharfenbergkupplung schaut das jetzt aus wie nur so eine Matte, die oben drauf gelegt ist, also das ist definitiv keine Trittfläche, würde ich meinen. Wäre auch ziemlich ungut, also man soll sowieso nicht auf Kupplungen drauftreten, also jetzt aus Sicht eines Betriebsbeamten, der eben da Handlungen vollzieht. Und als Fahrgast, sowieso, keinesfalls. Gut, Türen zu. Wir müssen weiter. Das ist ja eigentlich keine Sightseeing-Tour. Also, heute bei uns schon, aber wir fahren trotzdem einen normalen S-Bahn-Fahrplan. Oder sollen diesen zumindest fahren. Und dann geht's weiter. SIFA. Ja, SIFA. Immer beim Anfahren, ich weiß doch. Ich habe dich nicht vergessen, liebe SIFA. Genau, bei der S25-Strecke würde es jetzt hier nach links weggehen. Da geht es dann auch Richtung Hennigsdorf. Meine ich jetzt aus dem Kopf. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht völlig durch den Wind. Nächste Station, Schönhauser Allee. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und zur U-Bahn-Linie 2. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Alles klar. Sehr cool. Also gerade auch die ganzen Brücken, Unterführungen und Überführungen, also die brauchen auch wahrscheinlich so viel Entwicklungszeit. Was es natürlich logisch macht, dass diese Strecke eben auch etwas länger in der Entwicklung gebraucht hat. Ursprünglich war ja angeplant, 22 als Veröffentlichungsjahr anzupeilen. Final in der ersten Version rausgekommen, ist sie ja dann vor wenigen Wochen. Also allerdings dann halt im Jahr 2023. SIFA. Ja. So, halt erwarten. 70.
3:40. Halt warten. So. Ach so, wir wollten ja wieder nicht ganz vorne halten eigentlich, aber okay. Bei den Signalen hat man auch teilweise ja auf diese sehr komprimierten Bauformen der KS-Signale zurückgegriffen. Das ist quasi ja ein Signalschirm, den man insbesondere bei verengten Verhältnissen anwendet, gerade auch in Tunneln und so weiter. In Frankfurt findet man die zum Beispiel auch an den Ausfahrten der Kopfbahnhofsgleise und ja, eben auch sehr stark verbreitet in S-Bahn-Systemen. Wenn ich hier so reingucke, sieht man auch hier noch das Vorsichtssignal mit drin leuchten oder was man theoretisch leuchten lassen könnte. Unten auch die Tafel für die mündliche Zustimmung. Alles eben so typische Berliner S-Bahn-Signale, ne? Schönhauser Allee. Alt, aber geil. Die Bauart Stadtbahn. Schon deine Mutter haben wir an Bord gehabt. Hör auf sie und buche eine Sonderfahrt mit der historischen S-Bahn. Das ist schön gemacht. hisb.de. Genau, die historische S-Bahn Berlin. So. Jetzt weiß ich nicht, ob wir lange gedrückt haben. Ja, wir haben lange gedrückt. Schön. Wenn man nämlich zu kurz drauf drückt, dann reagiert das Spiel oder das Fahrzeug nicht. Man muss schon einen mäßigen Druck mit gemäßigter Dauer, sagen wir es mal so, auf den Taster ausüben. Nächste Station, Prenzlauer Allee. Ausstieg links. Ah, hier muss sogar abgebügelt werden. Also, auf der Vollbahn drüben. Stromabnehmer haben wir bei dem S-Bahn-Triebzug hier leider nicht. In Hamburg gibt es allerdings bei der Baureihe 474 durchaus auch Fahrzeuge, die mit einem Stromabnehmer versehen sind. Und die dann eben wirklich aufbügeln können, wenn sie eben im Oberleitungsbetrieb fahren. Aber hier ist dann der Strom immer zu senken. Oder gesenkt zu sein. So, Türen auf. Da können wir mal ganz kurz rüber gucken. Das Ganze ist hier nämlich auch schön beleuchtet, damit man es auch in der Nacht gut sehen kann. Weil den Bügel runterreißen, das soll sich hier nach Möglichkeit eben keiner. Hängt wahrscheinlich mit der kleinen Tunneldurchfahrt zusammen. Genau, hier kann wieder aufgebügelt werden. Ja, das wird dann der kleine Torbogen sein, durch den man da durch muss. Genau, da sind wir dann gleich vorne an der nächsten Station. So, Prenzlauer Allee. Wir probieren es nochmal. Auch wenn wir bisher immer sehr viel Pech hatten mit so einer Abfahrt von draußen. Ja, geht doch. Sehr schön. Ich darf einfach nur keine weitere Taste drücken. Nächste Station, Greifswalder Straße. Ausstieg links. Übrigens anbei noch, weil wir gerade bei den EL-Signalen waren. Nicht wundern, hier gibt es auf der Strecke immer wieder die EL1 und EL2-Tafeln. Und an denen muss man nicht den Hauptschalter ausschalten, so wie das typisch ist bei der normalen Bahn draußen. Ich formuliere es jetzt einfach als normale Bahn. Du weißt genau, was gemeint ist. Hier ist es so, dass man einfach nur den Fahrstrom unterbrechen muss. Also, dass man quasi den Zughauptsteller in Nullposition bewegt und eben, keinen Fahrstrom aus der Stromschiene heraus bezieht. So, Türen links.
weil ich bin hier teilweise dann auch einfach trotzdem angefahren, damit das Fahrzeug eben einfach rollt und wir hier den Zeitplan einigermaßen einhalten können. Was aber eben eigentlich so nicht richtig ist, man hat den Fahrstrom zu unterbrechen, also den Fahrschalter in die Nullposition zu nehmen an solchen Stellen. Man kann damit eben auch wesentlich besser umgehen, wenn man tagtäglich auf der Berliner S-Bahn unterwegs ist und regelmäßig eben mit den Zügen oder allgemein die Strecken befährt. Die Züge selbst unterscheiden sich natürlich auch wieder von Fahrzeug zu Fahrzeug und in den einzelnen Baureihen sowieso, aber es ist eben was anderes, wenn man die Strecke wirklich auswendig kennt, als dass man sie vielleicht einmal oder zweimal im Jahr fährt. Und apropos Wahrzeichen, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, hier wieder ein markantes, nämlich der Berliner Fernsehturm. Und ab geht die Post. So, Hebel wieder auf den Tisch. Und es sind jetzt hier zwar 100% Zugkraft vorgewählt, aber es ist nicht so, dass das Fahrzeug hier einen totalen Satz nach vorne macht etc., sondern das ist wirklich sehr, sehr, sehr ausgewogen, muss man einfach sagen. Also man lässt das Fahrzeug schon von sich heraus nicht schnell beschleunigen. Landsberger Allee. Ausstieg links. Sie fahren. So, den Tempomaten haben wir jetzt auch aktiviert. Mit Shift und W kann man den auch hier bedienen, beziehungsweise kurz eintasten eben, um dann eigentlich auch die Geschwindigkeit nochmal, meine ich, zu verändern. Gut, will jetzt irgendwie nicht. Wird aber übrigens auch nochmal ausführlich in der Anleitung beschrieben. Genau, mit Shift W, jetzt geht's. Mit Shift W nach vorne oder halt optional mit Shift S nach hinten. Sifa. Ja, liebe Sifa. So ein bisschen ist es auch ein Problem, wenn man die Harttafeln nicht genau kennt, also wenn man nicht genau weiß, wo welche Harttafel steht, dass man, das könnte jetzt ein bisschen kurz geworden sein, dass man jedes Mal erst schauen muss, wo ist wirklich die Harttafel, die ich suche, also entweder Kurzzug, 24x-Tafel oder eben Vollzug, beziehungsweise die normale Harttafel ohne irgendwelche Kennzeichnungen, und da muss man sich so ein bisschen einfach dran gewöhnen oder halt eben mit der entsprechenden Streckenkenntnis dann arbeiten. So. Na, wollen die Türen wieder nicht zugehen? Und ab die Post. Na, ab die Post. Nicht? Dann nochmal so. Ab die Post. Ein drittes Mal. Nächste Station, Storkower Straße. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. Also wenn man das 100 Mal am Tag hört, dann kann man die Ansagen irgendwann schon selbst mitsprechen, wo die überall kommen. Also zumindest mit den gelben Kennzeichnungen in den Türen. Was ja auch cool wäre, wenn noch so Sonderansagen mit reingespielt worden wären. Also zum Beispiel,
Person an Tür XY, bitte treten Sie aus dem Lichtschrank heraus oder so. Dass man einfach quasi die Ansage einer Person, ja, mit imitiert. Die Stockower Straße. Hier geht es dann auch wieder mit ausgeschaltetem Hauptschalter unten drunter durch. Das ist eben einfach dieses, ich nenne es mal Berliner Brückending. Es gibt hier so oft aufgrund irgendwelcher Brücken oder ja, besonders kompliziert gebauter Fahrleitungen Probleme. Das ist schon ja, typisch Berlin. Gerade der Ostbahnhof war das ja damals auch. Der hatte ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, unter anderem auch wieder eine Bügelabstrecke, wo man eben mit gesenktem Strom immer durchrollen musste. Aber ich meine, das ist mit dem Umbau eigentlich entfallen. Nächste Station, Frankfurter Allee. Übergang zur U-Bahn-Linie 5. Ausstieg links. Hm, 700 Meter. Sie fahren. Und dann langsam wieder ranbremsen. Jetzt hier wieder der Fall. Wir haben keine H-Tafel mit der 24er-Kennzeichnung, sondern nur eine einzige H-Tafel am Ende des Bahnsteigs. Entsprechend halten wir auch an der an. So. Übrigens auch so ein bisschen mit Bedenken, das Sichtfeld aus dem Triebzug hier vorne raus, das ist ja doch sehr kinomäßig. Also man hat wie so eine Art ja, nach vorne herausgerichteten Blickwinkel. Sprich, wenn wir jetzt eigentlich mal nach vorne gucken, zwischen der H-Tafel und dem Zug ist noch sehr viel Platz. Man sieht, man sitzt halt nicht so nah an der Scheibe vorne dran. Und ja, auch allgemein der Blickwinkel hier vorne raus, der ist schon sehr, ja, sehr fixiert auf die Schiene, sagen wir es mal so. Hier unten auch der Bereich, der extra nochmal ausgeschnitten ist, dass man halt genau auch den Bereich kurz vor dem Fahrzeug etwas mehr einsehen kann. Aber der ist schon von der Ergonomie her ja, so geformt, dass man eben auch einfach den Blick in diese Richtung wirft. Ne? So, für uns jetzt wieder Türen schließen. Und dann geht's zum Ostkreuz. Ringbahn, direkt auch wieder als Werbung. Nächste Station, Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Genau. Und damit hätten wir es dann tatsächlich auch wieder geschafft. Wir sind einmal rund um Berlin herumgefahren. Kommen gleich wieder am Ostkreuz an, wo uns dann der Kollege oder die Kollegin gleich ablösen wird. Ich möchte hier nochmal ganz kurz zuletzt mit dem Tempomaten herumspielen, dass wir da die 60 mal so einstellen und uns vom Tempomaten runterbremsen lassen. Ja,
das pendelt sich doch ganz gut ein. So, wir nehmen aber die Zugkraft jetzt raus. Lassen den Zug hier nicht nochmal beschleunigen, weil das brauchen wir an der Stelle nicht. Der Ostkreuz, oder der Bahnhof Ostkreuz, wieder auch mit seinem ganz markanten Wasserturm, den wir ja zu Anfang schon gesehen hatten. Und da wären wir wieder, wo wir vorhin losgefahren sind. Genau. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick zur Ringbahn Berlin sehr gut gefallen. Genauso gut wie mir hoffentlich. Die Baureihe 484, die gab es jetzt hier auch quasi zum ersten Mal gleich mit dazu auf dem Kanal als Präsentation. Und ja, ganz kurz an der Stelle das Video hier mal, oder beziehungsweise die Fahrt pausiert. Ich persönlich finde, die Ringbahn ist eine echt schöne Strecke. Gerade für S-Bahn-Fans und S-Bahn-Liebhaber ein ja, wirkliches Muss. Und Berlin an sich wurde hier sehr, sehr schön nachgebildet. Besonders gut gefallen mir eben auch die ja, markanten Punkte, unter anderem auch der Bahnhof Ostkreuz, der Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen, der gut, eigentlich auch schon bekannt war, aber mich trotzdem irgendwo immer wieder begeistert mit diesen wunderschönen Arkaden, in die man da hineinfährt. Dann sehr schön, dass eigentlich so ziemlich alle Wahrzeichen, die man von der Strecke aus sehen kann, nachgebildet sind. Ja, kleinere Mankos gibt es halt auch, aber sind jetzt nicht wirklich dramatisch, wie ich finde. Unter anderem auch, wenn man jetzt hier so nach hinten schaut, dass man da eben ja quasi einen direkten Cut halt in der Landschaft drin hat. Das ist aber wahrscheinlich, wie gesagt, Performance oder durch die Performance der Simulation begründet, dass man die da nicht unbegrenzt erweitern kann. Ansonsten, ja, eine sehr schöne Strecke. Mir hat es immens viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, wenn das der Fall ist, gerne ein Däumchen nach oben geben. Dann weiß ich auf jeden Fall, dir hat es genauso gefallen. Ich wünsche natürlich wie immer allseits gute Fahrt und gutes Gelingen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.